Ja. Ja. Ja, unser Glück hat uns, glaube ich, echt verlassen. Wir haben jetzt schon 12, 13, ja, 15 Münzen sogar schon reingehauen. Wow. The Moon. The Moon könnte uns in der nächsten Ebene was bringen. Da würden wir auf jeden Fall sofort schon mal zum Secret-Raum kommen. Ich glaube, das mache ich mal mit dem Sündenraum. Weil ich sag mal, es ist natürlich risky, es kann auch Scheiß drin sein. Aber wir können. Ah, wir machen das so. Wir benutzen jetzt die Karte Moon. Wir gehen rein, so gucken uns die Sachen an und benutzen dann die Karte Moon. Das machen wir. Oh. Guppies Tail. Magische Miesmuschel, darf ich Guppies Tail mitnehmen? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Gut, dann überleg noch mal. Willst du Ärger? Nein. Darf ich das jetzt mitnehmen oder nicht? Eventuell. Sag doch mal ja oder nein. Ich bin jetzt müde. Alter, Miesmuschel! Sag! Nicht möglich. Geht das als nein? Nicht möglich. Letzte Chance, Miesmuschel. Ja oder nein? Absolut. Na also. Geht doch. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall gute Karten. So, wir haben jetzt Guppies Tail noch. Wir waren schon vorher Guppy, keine Frage. Aber wir haben durch Guppies Tail jetzt immer noch die Möglichkeit, häufiger Kisten zu bekommen. Was nicht bad ist. Erstmal haben wir sehr viele Schlüssel. Und wir eventuell noch die Möglichkeit haben, dadurch auf ein Item wie zum Beispiel Cricket's Head. Ne? Cricket's Head wäre ziemlich awesome. Mit dem Book of Belial finde ich das gar nicht so schlecht. Also, ich muss sagen, unser Damage. Der kann sich eigentlich sehen lassen mit Book of Belial. Also ich bin echt froh, dass wir das Item noch mitgenommen haben, weil ohne das Item wäre es echt scheiße. Ohne das Item würden wir hier voll reinranzen. Mit dem Item sieht es anders aus, weil wir halt die Fliegen haben, ne? Und halt noch Pretty Fly zweimal, ne? So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir das Sheol wenigstens, die Kathedrale wenigstens schaffen. Die Kiste ist halt auch nochmal eine Sache, die eine Menge ändert, ne? Da wird dann wieder viel Zeit mit der magischen Miesmuschel verbracht. Und ja, ist natürlich scheiße, dass wir jetzt hier wieder nichts sehen. Ah, das werde ich mir eigentlich auch nicht so einfach angucken. Wobei, der Kampfraum sind doch hier zwei Bosse, ne? War das nicht so? Der Kampfraum sind hier zwei Bosse. Ich muss eigentlich nur sehr viele Shots rausbekommen. Weil dann kriege ich halt auch immer viele Fliegen, die in den Gegner reinhageln. So, da ist es schon mal. So, Münzen, Herzen. Nice. Sehr gut. Den Boy, den füttern wir mal. Den Boy, den füttern wir mal richtig hart. Von oben bis unten durchfüttern. So, eine Karte. Die Lovers-Karte. Die ist doch schon mal ziemlich sweet. Schade, dass da nicht alles verdoppelt wurde. Und Rotten Meat. Rotten Meat wollen wir gar nicht mitnehmen. Jetzt hätte ich natürlich die Miesmuschel befragt, Leute. Keine Frage. Ihr wisst ja, wie das läuft. Spielchen ist immer dasselbe. Wir fragen die Miesmuschel bei allem, was wir wollen. Ob wir es wollen oder ob wir es mitnehmen können. Die Frage ist, wollen wir auch vielleicht jetzt wieder in den Sündenraum gehen? Das würde ja eigentlich auch wieder Sinn machen, ne? Ich meine, klar, wieder ein Herz weg. Aber ich fühle mich eigentlich strong genug, um eventuell hier durchzukommen, ohne super viele Herzen zu verlieren. Auch wenn wir nicht so viel den krassen Überschaden haben. Aber mit Guppy geht das. So, wir haben wieder Herzen, Münzen. Gib mir mal was. Oh, schön. Ja, wir gehen da rein. Ein Teufelsdeal. Okay, den kriegen wir normalerweise nicht. Aber jetzt schon. Bombs-Aki. Ne. Range Up. Pretty Fly. Das sind dann drei an der Zahl. Und nochmal ein Range Upgrade. Awesome, würde ich sagen. Awesome, Leute. Und wir haben hier noch ein Herz. Also, es könnte was werden, der Run. Es könnte was werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine Menge Miesmuschel-Time in der Box. Denn das wird awesome. Der Run geht auch schon ewig, ne? Eine Stunde, ey. Pff, holy shit.
Das ist ganz schön lang. Ganz schön lange Zeit, die wir hier verbringen mit der Miesmuschel. So, dann zeig doch mal. Okay. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ich bin schon froh, dass ich nicht irgendein Item auszusehen aufgehoben habe. Ah, das ist echt gut mit dem mit den Pretty Flies. Die bringen uns hier gerade eine ganze Menge. Warum mache ich meinen Book of Billiard eigentlich erst jetzt an? Frage ich mich gerade. Das Gute ist halt, dass die Fliegen den doppelten Schaden von uns machen und Book of Belial boostet halt unseren Schaden immens, ne? Das ist halt wieder so eine Sache, die ja, das Ganze so steil gehen lässt. Auch diese Toxic-Bomben finde ich gar nicht bad, muss ich mal sagen. Also gibt es schlechtere Items. Weil wir die Gegner immer dazzeln, dazzeln lassen. Der gute Dazzler. Ist das schon gar nicht mehr bad. So, was haben wir hier? Nicht wirklich was Tolles. Ein Herz. Ah, oh, ohne den Dark Boom Friend wäre der Run so reingeschissen, ey. Der wäre so reingeschissen, Leute. Oh Gott, ey. Das ist schön, ne? Dass wir hier einen Gegner haben, der... der eh schon gar nicht strong ist alleine. Und dann kommen noch diese komischen Viecher hier rum. Die echt cool sind. Ich mag die. Ich mag die ganz doll. Nice. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum auch immer, kriegen wir das hier hin. Das wundert mich echt. Wundert mich echt hart. Hm. Aber naja, ich will mich nicht beschweren, ne? Wir müssen mal gucken gleich, wie es in der Kiste ablaufen wird, wenn wir überhaupt die Kiste in die Kiste kommen. Aber ich habe Isaac schon so oft gemacht, ich glaube nicht, dass ich da so viele Herzen verlieren werde. Es sei denn, ich verliere jetzt vorher noch 1000 Herzen. Aber ich beschreiß mal noch nie raus. Es kann ja immer noch was passieren. Wir gucken gleich mal random einfach nach ein paar Secret-Räumen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Book of Belial haben, bevor wir zu Isaac gehen. Das wird wichtig sein. So, hier machen wir auch Book of Belial, weil ich keinen Bock habe, diese fetten Viecher so zu killen. Ja, komm, get fucking wrecked. Get wrecked. Ja, weil... ah, nix gedroppt. Nix. Gar nichts. So, wo müssen wir lang? Hier unten? Ja. Boah, ey. Ist auch wieder übelst cancerous. Loki ist zum Glück nicht so schwierig. Das macht das Ganze auch alles so ein bisschen entspannter. Aber wir kriegen auch nicht wirklich mal tolle Sachen. So, das war also wieder eine Sackgasse. So, wo, oh Gott, hier ist auch eine Sackgasse. Ah, wir sind komplett falsch gelatscht. Muss echt aufpassen. Muss jetzt nicht noch irgendwie dumm sterben. Muss mich zusammenreißen, Leute. Ich muss mich zusammenreißen. Ich glaube, das wird der längste Run, den wir je hatten. Die Miesmuschel ist schuld. The Lovers, jawohl. Komm, zeig mal. Jawohl. Sehr gut. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Sind wir echt komplett in die falsche Richtung gelatscht? Das ist ja super ätzend. Hier kamen wir her. Wow. Das ist natürlich... eine sweete Sache. Ich werde jetzt auch nicht mehr das Book einfach so benutzen, weil ich nicht weiß, wie viele Räume kommen da noch bis zum Boss.
Und den Boss dann zu machen, ohne eventuell das Book zu haben, wäre echt ziemlich Cancer. Da würde ich mir da einen abkrüppeln, weil ich hier überhaupt kein Damage habe. Und deswegen lasse ich das einfach. Und macht das erste gar nicht. So, mein Gott, wir brauchen echt für jeden Raum eine Stunde gefühlt. Was haben wir hier? Puberty? Nee, können wir halt mal mitnehmen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Wow, wie viel Damage jetzt gerade die Fliegen gemacht haben, ne? Die haben gerade ein Drittel vom Leben des Gegners gerade gedrained. Einfach ein Drittel weg. Sofort destroyed. So, hier haben wir noch ein Herz und hier noch. Komm ran. Jawohl. So will ich das sehen. Ah, jetzt muss doch langsam muss doch der Boss kommen. Langsam muss der Boss doch kommen. Ich weiß es doch nicht. Hier müsste er sein, oder? Oh, come on, Leute. Was ist denn los mit euch? Ja, ich traue mich, mein Book of Bilder halt nicht zu benutzen, weil ich nicht weiß, ne? Kann halt jede Raum vorbei sein. Da kann man mal sehen, was für ein krasses Item eigentlich echt Guppy ist. Dass man wirklich alleine mit dem Item hier und natürlich dem Dark Boom Friend, ohne den hätte ich es natürlich niemals geschafft, ganz klar. Aber wie weit man wirklich mit so zwei solchen Items kommt, ne? Ich meine, Damage Upgrade habe ich ja nie bekommen, ne? Ich habe ja kein einziges Damage Upgrade bekommen. Wenn wir nochmal reinschauen hier in die Items, ne? Wir haben Book of Belial und das war's, ne? Das ist das einzige Damage Upgrade. Heftig, ne? Ziemlich heftig, wenn ihr mich fragt. Wow. Holy shit, Alter. Diese Fliegen von mir. Alter, die blocken einfach alles ab. Ist ja übel. Brauchst ja echt gar keine Angst haben. Ja, den Isaac werden wir auf jeden Fall schon. Oh, meine Nase juckt. Oh. Oh. Gott. Fuck, Alter. Der hat mich zweimal getroffen jetzt. Deswegen. Ich mich an der Nase kratzen musste. Toll. Danke, Nase. Ah. Alter, ich stehe doch hier schon in der Mitte. Warum machst du das? Hör auf damit. Nicht machen. Das tut weh. Ich glaube, ich muss echt komplett in der Mitte stehen, ne? So, komm schon. Boah. Voll in ihn reingestellt habe ich mich. Und. Boah. Holy fuck. Jawohl. Wir kommen in die Kiste und ihr wisst, was das heißt. Es ist Miesmuschelzeit. Die gute alte Miesmuschelzeit. So. Schauen wir uns mal an. Der Holy Mantle. Dann haben wir. Den Rest wollen wir, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Darf ich den Holy Mantle mitnehmen? Da bin ich überfragt. Da bin ich überfragt. Darf ich den Holy Mantle mitnehmen? Bitte. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Darf ich das Zodiac-Item mitnehmen? Hör mit dem Unsinn auf. Hör mit dem Unsinn auf. Nice. Wie sieht's denn aus mit Roid Rage? Ich denke schon. Ich denke schon. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr hört das alles. Ich erzähle euch hier keinen Quatsch oder so. Das könnt ihr mir glauben. Alles, was die magische Miesmuschel sagt. Leider kann man die App nicht lauter machen. Ich hätte die echt gerne noch ein bisschen lauter gehabt. Aber ich habe die schon auf volle Pulle aufgedreht. Sowas kann man vielleicht auch mal mit einer Online-App hätte ich das auch machen können. Nicht unbedingt mit dem Handy. Wenn wir da vielleicht irgendwann nochmal machen oder ihr noch andere Ideen habt vielleicht. Vielleicht mit einem Würfel oder so. Nochmal zusätzlich würfeln. Das Item will ich gar nicht. Oder? Das ist doch das, was ich schon habe, oder? Nee, das ist das nicht. Darf ich den roten Tropfen mitnehmen? Das glaubst du doch selbst nicht. Das glaubst du doch selbst nicht. Geil! Geile Sache, Miesmuschel. Geile Sache. So, ich mache jetzt auch hier keine Umwege, ne? Wir gehen direkt zum Boss. Den wollen wir. Darf ich Little Chad mitnehmen? Das klingt spitze. Das klingt spitze. Na also, dann nehmen wir das mit. Der gute Little Chad. So.
Gehen wir hier unten lang. Ba 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 ba. Nur nicht übermütig werden jetzt. Das wäre natürlich jetzt noch der krönende Abschluss, wenn wir jetzt hier noch das alles schaffen. Deswegen nicht übermütig werden. Wir machen das. Wir machen das schon irgendwie. Alter, das ist so krass. Oh, die Boys, Alter. Ich muss mich auf so viel konzentrieren. Das ist doch nicht wahr. Einfach zu viel. Oh Gott, Leute, es wird zu viel. Es wird langsam zu viel und zu wenig Damage. Das Problem ist halt, dass wir jetzt in jedem Raum einen Boss haben, ne? Und ich habe einfach kein Damage. Brauche jetzt irgendwas Tolles noch. Irgendwas muss jetzt richtig krass droppen. Drop it. Drop it. Drop. Wow. Danke dafür. Immerhin ein paar blaue Spinnen. Gut. Das wird auch nicht so schön. Oh Gott. Der kann doch, glaube ich, auch Rough wegspringen, oder? Boom. Jawohl. Wusste ich doch gleich, dass ich euch gegenseitig euch fertig machen könnt. So. Ah! Oh Gott, ey. Passt man einmal nicht auf, ey. Kriegt man direkt hier. Oh nein. 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 Das ist mein. Ja, das war's. Das war's, Leute. Tut mir leid. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yep. Das war's. Oh Gott, okay. Vielleicht haben wir Glück und müssen gar nicht dahin. Ich glaub's zwar nicht, aber. Ah, wir gehen mal erstmal oben lang. Vielleicht haben wir ja Glück und müssen wirklich nicht. Boah, beinahe hätte ich das aufgehoben. Müssen da nicht. Okay. Ach komm schon! Jetzt fang dich mal, Perik. Fang dich. Fang dich, du Noob. Also, vielleicht kriegen wir ja noch einen guten Drop. Ach, komm schon. Irgendwas, irgendein Item. Erstmal den Spacko, der mir hinterher chargt, wie so ein Boy. Scheiß auf den Guppies Hairball. Ich weiß, ich will wieder Damage machen damit, aber ich scheiß jetzt einfach drauf. So. Purity. Ja. Machen wir das mal so. Dann ist es ein bisschen heller. Ein bisschen heller von Sinnen. Gut. Nee. I don't like this Gegner. Meine magische Miesmuschel mag den auch nicht. Hab ich gehört. Oh Gott. Ugh. Nicht einmal hat er was gemacht? So, bitte. Egal, das nehmen wir mit. Wenn wir das mitnehmen können, nehmen wir es mit. Können wir die Box mit Münzen mitnehmen? Super Idee. Super Idee. Super Idee, Leute. Super Idee. Nur 50 Münzen hat er gekostet. Na, das geht doch. Das ist doch ein Schnäppchen. Es bringt also nichts. Das bringt also nichts. Wir müssen echt durch diesen Cancer-Raum da unten, ne? Das ist echt der Witz. Es sei denn, hier ist der Secret-Raum. Oh Gott.
Komm schon. Ach komm, nicht das. Drop doch was anderes. Green Leaf. Ich wollte es gerade fast schon aufheben, aber dürfen wir ja nicht. Ah, hier ist nicht der Secret Raum. Ach komm schon, Leute. Warum habe ich ja nicht Glück? Ah, das Problem ist, ich kann die Räume halt auch nicht wegsprengen, ne? Oh, das ist so dumm. Na super. Na super dann. Ich bin konzentriert, Leute. Ihr merkt's. Ich bin hart konzentriert. Hart concentrated. Der Boy, den werde ich. Na! Ah! Wollte mich gerade loben, ey. Sollte man nicht tun. Ja! Huh! Was haben wir hier? Darf ich das Zodiac-Item mitnehmen? Bitte! Ich werde jetzt mal Folgendes machen, Leute. So, wir werden das mal so machen. Darf ich das Zodiac-Item mitnehmen? Da stand, wenn sie weiter so machst, trennen sie unsere Wege. Ja, die Frage ist nur wann. Die Frage ist nur wann. Darf ich es jetzt mitnehmen? Heute nicht. Ach komm, Miesmuschel, leck mich doch an den Arsch. Oh Gott, ey, diese Werbung bei dieser App, ne? Krieg ich ja auch Plack. Plack krieg ich da. Okay, da ist der Boss. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, Leute. Wollen wir das machen direkt oder nicht? Oder wollen wir das nicht machen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir machen erst noch den Boss, den Raum hier. Oh, ob das eine gute Idee war, das glaube ich nicht. Oh, nice. Ich weiß, ohne Musik ist es gerade ein bisschen lame. Aber ihr wollt ja auch was hören. Ich glaube, ihr habt in der Kiste bis jetzt echt sehr wenig gehört von der Miesmuschel. Weil die Mucke in der Kiste, die ist halt immer so am Eskalieren, ne? Magische Miesmuschel, darf ich die Poisonbomben mitnehmen? Darf ich oder nicht? Na, ah, sowas von unangebracht. Hat sie gesagt. Okay. Sound war noch leise. Nice. Gut, also nicht. Ist okay. Kann ich mit leben. So, diesen Raum mache ich jetzt nur, weil ich hoffe, dass hier hinter der Super Secret Raum ist. Wenn nicht, bin ich sad. Bin ich richtig sad. Ich meine, ich kriege zwar wahrscheinlich keinen Damage hier, aber trotzdem. Ich bin dann trotzdem sad. Komm schon. Kriege ich hin. Kriege ich hin. So, bitte. Oh, ich habe ja gar keine Bomben. Oh, ich hätte die Poison-Bombs gebraucht. Okay, wir gehen zum Boss. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Das entscheiden wir dann. Oder sehen wir dann. Alter. Das hinkriege, ne? Oh nee, Alter. Nicht diese Lenkdinger. Oh nee, Alter. Nicht diese Lenkdinger. Hau ab, Alter. Hau ab. Geh weg, ey. Geh einfach nur weg mit diesen Scheißteilen. Kannst du dir echt in die Haare schmieren, die Dinger. Oh Gott, ich bin in den reingelaufen. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn bitte? Alter, er portet sich fast immer in mich rein. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Jetzt wird es natürlich Cancer, weil wir kein Item mehr haben. Aber ich will es noch nicht aufgeben. Noch gebe ich es nicht auf. Wäre ein bisschen sad, wenn wir es jetzt schon aufgeben würden. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Alter, das scheiß Baby, das heult. Blau Baby, hör auf zu heulen. Ah, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das Schlimmste wird wieder die dritte Phase sein, ne? Weil es halt dann wieder fliegt und in uns reinfliegt. Die Phase ist auch schon AIDS. Oh Gott, ey.
Gott, ey. Ich habe so Angst vor diesen scheiß Fliegen. Oh Gott. Komm schon. Kriegen wir das hin? Boah, jetzt halt. Ach komm schon, ey, das ist doch kacke. Ah, wie machen wir das jetzt? Schaffen wir das noch? Schaffen wir noch einmal irgendwie einen Raum? Green Leaf. Oh Gott. Das wird doch auch nichts werden. Komm schon. Gib mir Hoffnung. I need hope. Jawohl. Okay. Kein blaues Herz. So, wir brauchen nochmal eine Aufladung für unser Item. Dann schaffen wir das. Komm schon. Och, come on. Okay, wir suchen uns mal einen leichteren Raum. Zwei Aufladungen brauchen wir noch. Das schaffen wir noch, Leute. Das schaffen wir noch. I believe I can fly. Also wird das nichts. Was haben wir hier? Ja, das könnte eher was werden. Das ist gut. Wenn die sich selbst Damage machen, das ist schon mal gut. Komm schon. Der erste ist doch gleich down. Jawohl, der erste ist down. Der zweite ist auch down. Jawohl. Mr. Mega. Darf ich mir das Bomben-Item mitnehmen? Nicht einmal im Traum. Danke, Miesmuschel. Danke. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt irgendwie das so hinkriegen. Ja, dieses Ding macht schon echt guten Damage, ne? Dieser Scheißklumpen hier oder Haarklumpen. Der macht schon echt guten Damage. Vielleicht haben wir jetzt noch ein Damage-Upgrades-Item oder irgendwas. Ein Herz, bitte. Ja! Oh, Leute, das könnte es werden. Das könnte es eventuell werden. Wir haben keine Bomben, aber wir haben die Möglichkeit, eventuell das hier zu schaffen. Oh, das wäre so sweet. Okay, stellen wir uns nochmal an. Stellen wir uns nochmal an. Nochmal hier den ganzen Skill rausholen. Aus dem Boy. Fett den Skill am Hustlen. Alter, wieso macht der jetzt auf einmal so eine ganz andere Attack-Rota? Komm schon. Alter, eineinhalb Stunden spiele ich jetzt schon. Eineinhalb Stunden. Mhm, okay. Sweet. Das ist ja echt kaum lang. Oh Gott. Muss echt aufpassen, wenn er sich blinkt. Oh, nice. Oh. Ah, da kannst du mich mal, du kleiner Ficker, du. Ja, da kannst du mich mal. Kannst du mich mal kreuzweise haben. Kannst du vergessen. Kriegst mich nicht. Komm schon. Ja! Leute, wir haben es geschafft. Oh. Holy shit, ey. Das war echt eine Menge. Oh. Ja. Dann würde ich sagen, können wir hier die Musik wieder anmachen, bevor wir das wieder vergessen. Dann würde ich sagen, was da für heute. Vielen Dank an die Challenge. Sorry, dass ich nicht mehr deinen Namen lesen konnte. Oder dass ich dich nicht mehr gefunden habe in den Kommentaren. Aber du warst auf jeden Fall da. Vielen Dank für die Challenge. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Auch wenn die Miesmuschel ganz doof ist. Aber mir hat es trotzdem eine ganze Menge Spaß gemacht. War echt lustig. Und ja, wenn ihr noch weitere solche lustigen Challenges habt, schaut mir die alle rein. War heute mal ein extrem langer Run. Aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Ich hoffe auch, man hat jetzt mit der Miesmuschel gut gehört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!